willkommen bei mir im Atelier. Ich bin Simona Rosse und ich bin Grafikerin, Illustratorin und Künstlerin. Und ich möchte dir heute zeigen, wie ich Gouache wiederentdeckt habe und was die großartigen Attribute dieser coolen Farbe sind. Tatsächlich ist es auch etwas, das ich als Kind geliebt habe und das dann vergessen gegangen war. Und über 20 Jahre hinweg habe ich mit Öl und dann mit Acryl gearbeitet, dann mit Aquarell begonnen und mir so einen alten Kasten gekauft auf dem Flohmarkt. Und darüber bin ich dann zu Gouache wieder zurückgekehrt. Und tatsächlich liebe ich es, alles zu mischen. Und womit du diese großartigen Gouache-Farben mischen kannst, auch darum soll es hier gehen. Für meine heutige Malsession bin ich nach draußen gegangen in den Garten. Und das ist auch etwas, das ich dir empfehlen kann, dass du dorthin gehst, wo du Inspiration findest, wo du dich wohlfühlst. Und das kann eben auch sehr gut draußen sein. Mein Garten, den habe ich selbst gestaltet und über die Jahre hin aufgebaut. Und ja, da ist es auch nicht verwunderlich, dass er mit mir in Verbindung steht irgendwie. Auf jeden Fall habe ich hier mitgenommen ein paar Pinsel, ein paar Farben und auch ein Fach habe ich gefüllt mit meinen Gouache-Farben. Dazu habe ich ein paar Mischtöne genommen, aber auch vor allem die Grundtöne. Ich werde mit meinem kleinen Mal-Aquarellkasten arbeiten und mit meinem neuen Goldkasten. Den werde ich hier gleich ausprobieren. Dann fülle ich meistens so ein kleines Gewürzgläschen mit Wasser. Ja, hier im Brunnen, hier im Garten wäre das nicht nötig, weil ich einen Brunnen habe. Und doch wollte ich dir das schnell zeigen, falls du auch in den Wald gehst, um zu malen, oder an einen See oder in die Berge oder wo auch immer. Dann ist das ein guter Tipp. Also, ich benutze hier meine Farben, ich benutze verschiedene Stifte, Pinsel und ja, dann auch etwas Gutes zu trinken, habe ich mir bereitgestellt. Und jetzt kann es losgehen. Ich mische hierbei also Acrylfarbe mit Gouachefarbe. Das ist eine schöne Technik und ich würde dir auch empfehlen, hier deine Lieblingsfarben hervorzusuchen. Ein paar dunkle, ein paar helle, wenn du figürlich arbeitest. Vielleicht auch noch einen Buntstift in einem Hautton zum Nacharbeiten. Zuerst mische ich mir ein paar Farben an, das ist sehr intuitiv. Ich blicke mich um im Garten und ich inspiriere mich aus den Ideen, die dann ja, zu mir kommen wollen. Ich habe dazu auch noch ein paar Blümchen gepflückt und bereitgelegt und die möchte ich in mein Bild einfügen. Und zwar habe ich mir gedacht, eben so dieses Pause machen, dieser Müßiggang, dieses in der eigenen Fantasiewelt sein, eben auch wenn man liest zum Beispiel, ist man ja total in seiner Fantasiewelt, das zu verbinden mit den Pflanzen meines Gartens und auch darzustellen, wie man sich in einer eigenen Welt eben dann befindet. Wie wir zusammen malen können. Und zwar bin ich da so vorgegangen, dass ich ein Bild, ein bestehendes Bild, das ich im Vorfeld gemacht habe, das mir auch viel bedeutet, genommen habe und das dann abgemalt habe. Und die Idee ist, dass auch du gerne mitzeichnen kannst. Es hat so einen Draw with me Teil, wie es so oft ist in meinen Videos. Und da nimm einfach die Materialien hervor, die du möchtest
Natürlich bietet sich Gouache-Farbe an, weil ich hier auch etwas über diese Farbe und über diese Technik erzählen werde. Aber du siehst auch, wie ich das aufbaue, wie ich vorgehe, und ich erzähle dir auch hier von meinem, ja, von meinem Mindset während des Malens, denn das ist ein wichtiger Teil, das ist für mich der wichtigere Teil, ich denke wichtiger sogar als das Malen an und für sich, dass du während des Malens präsent bist, dass du weißt, wie mit deinem inneren Kritiker umzugehen, dass du weißt, deine eigene Kreativität zu fördern und zu schätzen und dass du auch siehst, dass alles, was du machst, gut ist, egal was du machst. Auch Fehler sind keine Fehler, es sind einfach so Herausforderungen, die dir zeigen, wie es nicht geht manchmal, und darüber lernen wir oft dann, wie es geht. Auf jeden Fall möchte ich dich hiermit inspirieren, einfach mitzumachen, dir das anzuschauen, und vielleicht geht es dir auch so, wie es mir oft geht, wenn ich so Videos sehe, wie mir jemand malt, dann fühle ich, wie die Synapsen sich hier verknüpfen und wie die Kreativität kommt und mich beflügelt. Und ja, das wünsche ich dir auch. Und ja, ich teile mit dir den Prozess. Schau mir gerne über die Schulter. Und falls du Fragen hast, falls du ja auch erzählen möchtest, wie du malst, mit welchen Techniken, oder du gerne einen Beitrag hättest zu einem anderen Thema auch, dann schreibe mir sehr gerne. Ich freue mich immer darüber. Und ja, wir sehen uns am Ende des Videos wieder. Und ich hoffe, du hast Spaß dabei. Zu meiner Vorlage möchte ich noch ein paar Worte sagen. Und zwar, wie du siehst, besteht das Bild aus lauter Flecken. Und das ist so mein Stil. Also wenn man nahe da herangeht, sieht man so Kleckse, so Monet-artig im Prinzip. Und wenn man das Bild weiter, von weiter weg betrachtet oder einen Schritt zurück macht, wird daraus ein Bild. Und ja, das ist mein Stil, das ist meine Art, wie ich arbeite, und das ist auch meine Art, locker zu bleiben und in einer lockeren Art und Weise zu zeichnen und zu malen. Und das Bild, die Vorlage, entstand aus einer Serie heraus, und diese Serie eben habe ich gemacht vor dem Hintergrund mit dem Gedanken, dass das ein Symbolbild sein soll. Im Sinne eines Bildes, bei dem es um die innere Haltung geht. Also hierbei darum, dass du auch in einer Krise immer Schönes entdecken kannst, immer ein Geschenk finden kannst. Also auch in der Wüste findest du Blumen und findest du Schönheit. Vielleicht gerade dort. Und ja, das ist der Hintergrund dieser Bildserie und dieses Bildes. Und vielleicht hilft dir das auch bei deiner Arbeit, bei deinen Skizzen, dass du hier auch eine Geschichte, einen Hintergrund, eine Philosophie dazu dir ausdenkst und diese Intention mit in dein Bild hineinfließt. Gut, lass uns starten und wir beginnen zu malen. Lege deine Materialien bereit, und vielleicht hast auch du eine Vorlage, die du gerne benutzen möchtest, dann nimm diese und wende dann gerne deine, ja, das Prinzip, das du hier siehst, das ich erkläre, für dich an. Also als erstes befestige ich das Aquarellpapier mit einem Tapetenkleber auf dem Untergrund, und dann lege ich mit den hellsten Tönen
einen Unterbau für das Bild. Ich mische die Töne intuitiv an, aber ich achte darauf, dass ich nicht so dunkel werde, dass ich schön in diesen Mitteltönen bleibe. Auch hier lasse ich mir die Freiheit, dass es mir nicht darum geht, genau die Farben aus der Vorlage zu kopieren, sondern meine eigenen, aus dem Moment entstehenden Farbkombinationen anzuwenden. Diese Farbkombinationen notiere ich immer auf einen separaten Block, weil das ist dann oft auch eine Inspirationsquelle für zukünftige Arbeiten. Ich verwende hier einen großen Pinsel aus dem Baumarkt. Der muss gar nichts Spezielles sein und der garantiert mir auch, dass ich locker und leicht arbeite. Eigentlich ist der Pinsel ein paar Nummern zu groß, aber genau das gibt dieses fleckige, lockere, das ich beim Malen suche. Und auch beim Illustrieren braucht es für mich nicht so exakt zu sein, denn es darf diese Unschärfe, diese Lockerheit, dieses Kitzenhafte haben. Beim Mischen gehe ich oft sehr intuitiv vor und dennoch habe ich einen Hintergrund aus Erfahrungen. Alle Farben hier habe ich gemischt aus den drei Primärfarben und dann noch mit Sienna dazu, um dem Ganzen so eine gewisse erdige Wärme zu geben. Auf meinem Notizblock habe ich die Dunkeltöne, also die dunkelsten Töne und die Mitteltöne notiert. Diese habe ich gemischt aus Blau und Sienna, aus diesen beiden Tönen. Also das ganze Bild enthält kein Schwarz und auch die Grautöne sind gemischt meist aus Rot und Grün, da das zusammen ein Grau ergibt, wie man hier sieht. Du brauchst also auch gar keine Schwarz zu verwenden und wie gesagt, nimm da auch einfach so einen borstigen Pinsel zum Anfangen und jetzt male ich weiter mit diesem Flachpinsel, der eine Spitze hat. Somit kann ich gezielter oder auch flächiger gröber arbeiten. Wähle da diese Pinsel, mit denen du dich wohlfühlst. Nun habe ich einen Blauton gemischt, ebenso einen dunklen Ton und damit male ich jetzt die Schatten. Meine Vorlage dient mir nur zwischendurch als Hilfe. Meistens schaue ich eigentlich eher auf mein Resultat und baue da eine eigene Welt auf. Denn ich möchte ja das nicht kopieren, sondern weiterentwickeln. Und eben auch in der Art, wie ich male mit den digitalen Farben, eben auch in Gouache malen. Die Farbigkeiten, wie du hier siehst, sind eher warme Töne, rote Töne. Es hat immer einen kleinen Klecks Sienna in jedem Farbton und das verbindet alle Farben. Ich achte darauf, dass ich im hinteren Bereich hellere Farben verwende und eher ins Blau gehe, während im Vordergrund die dunkleren, klareren und leuchtigeren Farben platziert sind. Da ich grundsätzlich in Acryl male, male ich nie so, dass ich Flächen großartig ausspare. Du musst da einfach auch ein bisschen darauf achten, dass du zuerst dünne Farbschichten anlegst und dann immer dicker und pastöser wirst. Wenn du zu dick bist, also zu dicke Farbschichten aufträgst, dann löst sich die Schicht der unterliegenden Ebene wieder auf und mischt sich. Also achte auf das. Nun habe ich einen feinen Pinsel genommen und damit mache ich die Details.
Die Details sind in den klarsten, reinsten Farben. Das sind nur kleine Punkte, also keine großen Flächen des Bildes. Aber diese kleinen Farbpunkte machen es am Ende dann so vibrierend und lebendig. Mit einem Blassrosa zeichne ich noch ein paar Blüten in den Kaktus. Und auch das Kleid der Frau möchte ich im selben Ton wie die Blumen, wie die Blüten gehalten haben. Dann zeichne nach Lust und Laune, einfach auch so wie ich, Details in den Hintergrund. Du kannst hier alle Formen und Farben verwenden, die du möchtest. Ich achte darauf bei den Pflanzen immer, dass ich eine Vielfalt von Formen habe. Also dass ich, wenn ich Pflanzen in derselben Farbe mache, wie im Vordergrund, dass ich das dann in der Form variiere. Mit diesem dunklen Ton setze ich noch ein paar letzte Akzente, denn wie du bei der Vorlage hier auch siehst, hat es da sehr dunkle Töne und das ist bewusst, also das hat bei mir auch immer einen Symbolcharakter, wie ich male, denn es geht um Licht und Schatten, es geht um alle Aspekte, die das Bild vereint und wie vorher schon angetönt, geht es hier auch inhaltlich in diesem Bild um ja, das Licht in der Nacht und das Schöne im Hässlichen, eben um diese Gegensätze. Und das möchte ich hier auch mit den starken Kontrasten andeuten. Auch mag ich es sehr, Komplementärkontraste zu verwenden, also zu einem Rot auch immer ein Grün zu setzen, zu einem Blau ein Orange, zu jedem Violettton ein Gelb. Und so hat man auch so diese Leuchtkraft im Bild. Obwohl es unreine Farben sind, keine einzige Farbe ist einfach so rein. Das heißt so pur wie aus der Tube. Sie ist immer, wie man so sagt, schmutzig. Aber das macht es dann auch aus in der Stimmung, dass es dieses Natürliche hat. Diese natürlichen Töne. Nun kommen wir zu einem Ende. Es geht ja um ein schnelles Bild und da setzen wir noch die letzten Punkte, ein paar Akzente und vielleicht arbeite ich das Bild dann noch mit Farbstift nach. Das schaue ich dann, vielleicht lasse ich es auch so. Und ich finde es auch immer sehr wertvoll, am Ende das Bild zu hängen, zu rahmen und in deinem Kreativraum aufzuhängen, so dass du es siehst, so dass es Teil von deinem weiteren Erschaffensprozess weiterer Werke wird und dich in Zukunft inspiriert. Also sei stolz auf das, was du gezeichnet hast, sei stolz auf deine Werke und feiere sie und gebe ihnen Wertschätzung, indem du sie in dein Atelier, in deinen Lebensraum integrierst. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und ich habe dich etwas interessieren können für die Gouache-Farbe, für die Anwendung dieses großartigen Mediums und dir ein wenig aufzeigen können, was du damit so alles anstellen kannst. Ich wünsche dir hier nun weiter eine wunderbare kreative Zeit in deiner eigenen kreativen Zeit, die du dir schenkst. Und ich möchte dich auch mit diesem Video natürlich motivieren, dir diese Zeit zu nehmen.